Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons Trio of Towns. Ich habe... Ah, so Momo, ich will nicht mit dir reden. Ich will reiten. So. Ich habe jetzt ein bisschen Futter gekauft für die Haustiere, für die Hühner und so. Das habe ich jetzt eben noch schnell zwischen den Folgen gemacht. Sonst habt ihr jetzt nichts verpasst. Ich gucke jetzt mal hier vorbei, denn es soll neue Sachen hier geben. Wir gucken mal, was mir Ludus so anbietet. Wir gucken erstmal im Schneiderservice, weil ich auch so eine Wahnsinnige bin. Arbeitskleidung. Okay, es gibt absolut nichts Neues. Dann gucken wir mal bei dem Werkzeugaufrüstungsservice. Da wird es auch nichts Neues geben, aber... kann dennoch die Sachen mal verbessern. Die Angel würde ich eventuell gerne verbessern. Was habe ich denn noch, was ich verbessern müsste? Die Axt, die Sichel, die Hacke. Mal die Angel, geht das? Es gibt den Diamanten dafür. Okay, vergesst es. Dann nehmen wir mal den Farmbestandteil-Service. Wir gucken mal, wir überfliegen das. Es gibt ein paar neue Sachen. Okay. Meistens ohnehin nicht so wichtiges. Meistens sogar auch relativ hässliches. Außer jetzt vielleicht, weil ich jetzt zu weit bin, dass es noch was ganz Tolles gibt. Aber ich bin da ja nicht so der Fan von. Ich weiß, im alten Story of Seasons habe ich relativ viel dekoriert. Orangen, Alter. Bananensofa. Jetzt geht's ab hier. Das war's, oder wie? Okay, oh, dreistöckiger Kuchen jetzt wieder. Okay, das sind schon ein paar jetzt nicht ganz so furchtbare Sachen dabei. Was reden wir hier? Schwarzer Stein und Flunken, ganz toll. Man könnte mal gucken, aber momentan reizt mich das jetzt gerade nicht. Das wollte ich jetzt gerade nicht. Zurück. Hast du was fürs Hausdesign? Möbel. Nee, du solltest bereits alle Möbel haben, die ich hier anbiete. Schade. Na gut, dann nicht. Außerdem haben wir die Möbel, wir haben geheiratet. Aber hey, egal. So, jetzt gucken wir nochmal bei Lisette vorbei. Und dann... Oh, oder ich gucke nochmal ganz kurz zu Mitra. Vielleicht hat sie von alleine schon die nächste Tafel gefunden. Das wäre super, wenn ich das jetzt schon direkt triggern würde. Das wäre ganz optimal. Müsste ich übermorgen das Geld spenden und übermorgen hätten wir dann das Rätsel. Nein, oder? Das sind Mitras Notizen. Welche willst du hören? Ich habe ja jetzt alle. Nein, was mache ich denn hier? Ich will nicht. So. Mitra? Du sagst nichts Besonderes. Was? Okay. Ich gucke mal ganz kurz nach, wie ich die nächste Gravur kriege. Aber ich glaube... Entweder durch Mitra, durch Moria oder ich gewinne sie. Da gibt es noch was anderes. Ich guck mal. Farm, Kohle. Müsste irgendwo eine Übersicht zu den Ruinen sein. Ich guck gerade ganz kurz nebenbei nach. Die Ruinen. Wir hatten zuletzt, glaube ich, das Pferd. Das nächste kommt das. Talk to Moria HD. Okay. Ich muss ganz viel mit Moria reden. Bisher ist mir verkauft. Na, ganz wunderbare Chance. Das kann also dauern. Na toll. Na gut. Was soll man machen? Ich hoffe, ihr hört meinen Hund nicht im Hintergrund. Der macht gerade relativ viel Rabatz. Und ich möchte, dass Moria hier mit seinem Zeug mal rausrückt. So. Da. Okay. Lisette, Mail, Freundin. Sag, hast du neue Sachen im Angebot? Sag mal. Items kaufen. Was würdest du gerne kaufen? Du hast gar nichts Neues. Oder Blumenstrauß bin? Kein Problem. Was gibt's denn Neues bei ihr? Hier gibt's gar nichts Neues. Bin ich doof? Habe ich da irgendwas übersehen? Offensichtlich. Ich bin gerade verwirrt. Na gut. Gibt's hier aus irgendwelchen Gründen noch irgendwelche Rezepte, die ich kaufen kann? Ich habe noch nicht offen. Na ganz toll.
Gut, Leute, dann halt nicht. Bitte. Wenn das so ist, dann gehe ich jetzt einfach gleich schlafen und gucke dann direkt nochmal bei Moria vorbei. Das ist etwas... Hallo, Colin. Ein bisschen frustrierend. Ich möchte doch einfach nur, nun ja. Ja, die Rätsel von Mitra lösen. Ich kann mal gucken. Es gibt das Schaf, den Affen, Garuda, Hund und noch, Eber. Es sind noch einige Rätsel, die wir vor uns haben. Das wird noch dauern. Na gut, dann erstmal ab ins Bett. Na? Ich hab also durchgeschüttelt werde. Leute. So, pass auf und stolpere nicht. Natürlich nicht. Hast du keinen Hunger? Nein, ich bin auch Mutter. Ich habe nie Hunger. So, hier ist aber also okay. Natürlich kümmere ich mich darum, dass meine Felder toll gegossen sind. Und Klipper! Eigentlich brauche ich das gar nicht mal mit dem Feld, dann ist es total irrelevant geworden, weil ich habe eigentlich alles und habe auch relativ gute Feldfrüchte zum Teil, um auch bei dem Wettbewerb abschließend zu gewinnen. Von daher, aber naja. Ich glaube, ich werde keine Pflanzen mehr nachsehen. Genau. Nee. Was mache ich denn jetzt? Ich weiß gar nicht, wann von der Laden von Moria überhaupt aufmacht. Das ist jetzt ein bisschen doof und ich hoffe, ihr hört jetzt nicht meinen Hund, wie er hier gerade übelst einen Rabatz macht in meiner Küche. Er schiebt gerade seinen Hund in den hin und her. Bleib mal cool. Wir wollen unter mir schlafen. Wir haben es 3 Uhr nachts. Ich hoffe, die Person unter mir ist schwerhörig. Was mein Hund hier immer vor Lärm macht, das ist unglaublich. Ach, da ist die Melkmaschine, sehr gut. Hier, bitteschön, Anub. Ich nehme dir den Druck auf deinem Euter mal ab. So nett bin ich. So, ich muss überall alles nachlegen. Das habe ich gestern ja auch nicht gemacht. So, wie spät haben wir es? Ich weiß gar nicht, wann machen denn die auf? Um 8, denke ich mal. Oder vielleicht sogar schon um 7. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwie ist noch vielleicht ein Schild, wo ich das nachsehen kann, wenn die öffnen. Dann muss ich mal Lucky Lucky machen. So, oh, hier wollen auch wieder welche geschoren werden. Erstmal einstreicheln, so. Wollschere. Sehr schön. Okay, ja. Na, Tigger. Sehr schön. So, dann gucken wir mal. Ach, haben wir für den Fall offen. Ich hoffe, dass mir Moria dann endlich versucht, sein Zeug anzudrehen. Ich kann das dann echt lange dauern. Das wäre natürlich ultimativ ärgerlich. Da muss ich schon so lange spielen, bis er dann sagt, ey jo, ich hab hier was. Und dann sag ich, ey jo, ich kauf's dir ab. Und dann... Ja, muss ich halt dann zu Mitra. Und dann geht das los. Dann kriege ich schon die nächsten. Der nächste findet Mitra automatisch. Und dann muss ich gewinnen. Beim Erntefest. Dann muss ich nochmal mit Maria reden und dann muss ich nochmal beim Erntefest gewinnen. Na gut. So. Okay. Schon am Schneeschippen zu Momo. Sehr vorbildlich. Maria, möchtest du mir zufälligerweise etwas verkaufen? Du kommst gerade richtig. Es gibt ja etwas, das ich mit dir besprechen würde. Vor kurzem ist ein besonders wertvoller Gegenstand in meinen Besitz geraten. Als meine treue Kundin dachte ich mir, dass ich ihn vielleicht dir überlassen könnte. Natürlich zu einem angemessenen Preis. Die Schafsgravur. Eine. Okay, so. Ja, ich nehme das Angebot natürlich an. Ach, es reißt mir Mitra schon gleich aus der Hand. Oh nein, ich bin zu spät. Was? Oh, Moment. Hast du das gekauft, Yumi?
Was für ein Zufall. Ich bin auch gekommen, um es zu kaufen. Ob du es mir wohl überlassen könntest? Natürlich, für dich habe ich es ja auch schließlich auch gekauft, Mitra. Ah, vielen Dank. Mann, ich ärgere mich voll, dass ich die ganzen Rätsel nicht vorher schon gemacht habe. Es tut mir leid, dass wir das alles jetzt am Ende machen. So, und somit ist jetzt auch für heute meine Aufgabe gelöst. Dann gehe ich wieder schlafen. Ich überlege auch... Nee, ich überlege nicht. Ich schon überlegen. Das wäre ja was ganz Neues. Okay, wir gehen ja mal schlafen. La, 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 la. Und so. So, und ist eigentlich das nächste Fest. Die nächste kriege ich von einem Erntefest. Die nächste. Was ist denn ein Erntefest? Festival der Geister. Süßkramsause. Trilimpiate. Kochwettbewerb. Sternendichtgala. Erntefest. Am 30. Da haben wir aber noch eine Menge Zeit, meine Freunde. Ach, du liebes Lieschen. Oh, und Kyoto wirft sich wieder auf den Rücken. Das ist voll sein Ding, jo. Oh, das kommende Festival der Geister. Hallo, Hayumi, du siehst gut aus. Dankeschön, das ist meine neue Mütze. Ja, mir egal. Ich komme vorbei, um dich daran zu erinnern. Am 9. ist das Fest. Sehr schön, ich werde da sein. Und natürlich werde ich wieder hilfsbereit, wie ich bin, die Spenden sammeln. Und jetzt wird sie ganz viele Namen nennen, die ich mir alle nicht merken kann. Deswegen quatsche ich einfach alle an. Da haben wir auch gleich eine Aufgabe. Perfekt. Okay, ich muss also spenden. Ludo, Siduka, Kaulila, Shaw, Kaulani und Tigre. Oh mein Gott, das werde ich sowas von vergessen. Also ich quatsche einfach, wie gesagt, alle an und dann passt das schon irgendwie. Okay, gießen. Nachfüllen. Flüssigdünger in die Gießkanne geben, bitte. Ich bitte darum. Flüssigdünger herstellen und behalte 1. So, so. Sehr schön. Okay. Boobie-boob. Flower Rose hier. Ja, ist schon vorbei. Doc Daigon Rettisch. Ja, man will jetzt hier nicht anbauen. Ich bin da ein bisschen minimalistisch jetzt geworden. Ich habe mir auch überlegt, vielleicht kann ich ja noch so ein bisschen alles dekorieren, dass es schick aussieht. Wisst ihr, wie ich meine? Dass ich quasi, warte mal. Dass ich jetzt hier aufhöre, so ein massendes Zeug anzubauen und dass ich wie quasi wie in einem anderen Story of Seasons hier noch alles etwas hübsch mache. Deswegen arrangiere ich einmal die Farm. Du, bu, 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 la, 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 la. Perfekt. Ich könnte ja rein theoretisch das einfach mal hier. Genau. Einfach mal so ranstellen. So. Ich glaube, die blauen Rosen brauchen noch mit am längsten. Aber egal. So. Ich bin fertig. Und dann gießen wir das. Und dann kann ich schon langsam anfangen, mir mal zu überlegen, ob ich hier noch irgendwie was schön dekoriere. Ein paar Zäune könnte ich eventuell ja mal machen. Kann ich vielleicht sogar auch ein bisschen Holz dafür kaufen, wenn ich schon in West Town bin. Basteln wir so ein bisschen rum, ne? Warum auch nicht? Okay, komm, dann gehen wir am besten jetzt mal direkt schon zum Mitra. Und ich glaube, aber Holz und so etwas, das kann ich nur im West Town kaufen. Gut, dann gucke ich mal. Lass ich da vielleicht ein paar Sachen mal herstellen mit Ludus. Also am besten erstmal so irgendwelche Zäune oder Hecken oder sonstige Trennprodukte. Und mal gibt es hier eigentlich. Wartet mal. Haben die jetzt hier schon offen? Ich weiß es gerade gar nicht. Habt ihr schon offen?
Oh Mann, wir sind in die Öffnungszeit von Carosello. Steht das hier? Geschäftsinfos, 8 Uhr. Okay. Gut, dann gehe ich erstmal zu Mitra. Und dann gucke ich bei Carosello vorbei. Lalalala. Die Entschlüsselung beginnt. Achso, jetzt sagt sie, dass sie die Gravur erst hat. Oh Gott. Das heißt, wir müssen morgen erst spenden. Das zieht sich ganz schön. Ja, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ja, ist ja gut. Okay. So. Hallo, Tigre. Okay, aber jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen jetzt. Und Carousel müsste jetzt offen sein. Juhu! Warum? Ach so, stimmt ja. Ich muss immer nach Geld fragen. Ich hab's auch schon wieder ganz vergessen. Ich bin so furchtbar. Aber warum kann ich denn bei ihr nichts kaufen? Ach, jetzt geht's auf einmal. Warum? Okay, es gibt noch keine Rezepte mehr hier. Schade. So, jetzt quatsch einfach mal alle an und gucke mal, wer mir jetzt ein bisschen Geld überlässt. Ey, gib mir Geld, bitte. Okay, du gibst mir kein Geld. Ich weiß gar nicht, deine Frau, ob die mir Geld gibt. Ich weiß gar nicht, es kann sein, dass sie mir gar kein Geld gibt, wenn sie ihren Shop offen hat. Gibst du mir Geld, wenn du deinen Shop offen hast? Oder kann ich irgendwie von der Seite anquatschen? Nee. Na gut, dann muss ich mit Kaolila warten. Ich glaube, sie gehört definitiv noch mit zu den Personen, die mir Spenden geben. So, Tigre hat mir Geld gegeben. Hey, schau, gibst du mir Geld? Sehr schön. Du, Alma? Nein. Okay, gibst du mir Spenden? Nein. Gibst du mir Spenden? Nein. Natürlich nicht. Sollte sie auch, um Himmels Willen. Gut, dann gucke ich im oberen Teil nochmal wegen Spenden. Dann habe ich es relativ schnell dann hinter mir. Haolani gibt mir auf jeden Fall auch Spenden, das weiß ich. Haolani, hallo. Bitte gib mir Geld. So, ich weiß gar nicht, ob mir Ludus auch Spenden gibt. Hallo, Wayne. Dich habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Du gibst mir auch nichts, ne? Ah, doch. Sehr schön. Jetzt müsste nur noch Kaolila fehlen, wenn überhaupt sie mir Geld gibt. Aber spielt mir einen Namen, stand auch mit auf der Liste. Wir gucken einfach mal nach. Wo ist sie da? Läden haben wir immer noch offen. Wir haben es um 10 offen. Ich warte mal. Okay. Dann probiere ich es erstmal so. Ohne Kaolilas Money. Ach, Kaolilas Geld. Das brauchen wir nicht. So, Stell dir gerade, die liegt da. Was machst du da so, Dara? Es fehlt doch Kaolila. Okay. Kaolila, ich hab's verstanden. I got it. Was machen wir denn? Für 20 Sekunden kriegen wir nicht rum. Hallo, Richie. Dich habe ich schon lange nicht mehr besucht. Weißt du, ich denke, dass du vielleicht auch eine tolle Hexe sein könntest. So könnt ihr beide immer zusammen sein. Du bleibst auch bei mir, wenn du keine Hexe bist. Oh, ja, das machst du, oder? Du wirst für eine lange, lange Zeit bei mir bleiben, versprochen. Oh, best friends forever. Oder so. Okay, wir haben es gerade 3 Uhr nachts und auf der Straße klingelt ein Glöckchen. Das ist überhaupt nicht creepy oder so. Gut, ich warte ganz kurz, bis 10 Uhr ist und dann überfalle ich Kaolila. Hör mit den Spenden, bitte. Kaolila, nicht abhauen. Ich will deine Spenden. Bitte. Danke. Wo ist mein Pferd schon wieder hin? Ich hab's doch gerade hier abgesetzt. Wo? Hä? Wo? Alter! Pferd, was machst du? Man geht einmal ganz kurz einen Schritt weg und schon haut das Pferd wieder ab. Ich glaube, mein Pferd mag mich nicht. So,
dann jetzt auf zu Tototara und dann haben wir das mit den Spenden jedenfalls geschafft. Hier, Tototara! Perfekt! Gut, dann haben wir... Wo ist mein Pferd schon wieder hin? Ach, da. Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und sage ciao, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wie mir Let's Play Story of Seasons, Trio of Towns. Tschüsseli!